incontrato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Please turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it pun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it pun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it pun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week. We'll be right back.
side to the west. Yeah, get that. Schweiß ich auch nicht. Wirklich, du bist hier wieder weg. Hallo. Ihr habt doch nicht mal den Mut dazu, das zu tun, was ihr wollt. Ihr braucht doch Typen wie mich. Ihr braucht Typen wie mich, damit ihr mit eurem vollgeschissenen Finger auf mich zeigt und sagt, das ist der Bösewicht da. They say it's a matter of time. A thousand days and the sun won't shine before I come back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home. I'm making my way. They say it's a matter of time. A thousand days and the sun won't shine. Jeder Beat wird
dreams we had and all we shared. This is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had and all we shared. This is what we're waiting for. Sogar gehört. Ich freue mich. Ich kann wieder Truck fahren. Geil. Willst du mal meinen LKW sehen? Großer. All we ever do is go, yeah, yeah.
zweimal auf dem Speicher. Einmal etwas selber und dann irgendwann. Ja, dann kann ich da mal zweimal. Warum darf man alles? Kanake, verrecke, verfluchter Kanake, du bist nichts weiter als ein mieses Kacke. Du bist das Letzte, du bist nur Dreck, du bist nur Abschaum, du musst hier weg. Kanake, verrecke, Kanake, verrecke, nach Lobe aufstinken, in irgendeiner Ecke. Das kannst du aber nicht machen, weil... Hallo, ich bin nicht online. Kanake verrecke, 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 Kanake verrecke. Mann, ich will Netflix und chillen. Ich schreib dich an und hoff, du bist dabei. Heute fahren wir unseren eigenen Film und der dreht sich nur um uns zwei. Mann, ich will Netflix und chillen.
Ich schreib dich an und hoff, du bist dabei. Heute fahren wir. Oh Mann, werd doch mal fertig, Mädchen. Ey, das geht gerade gar nicht. Ey, Sasa, kannst du mal nicht vorher Bescheid sagen? Wie viele Lieder kommen jetzt noch? Weil das nervt mich gerade ein bisschen. Oh Mann, ey. Alter, man kann's auch übertreiben. Keine Reaktion, Alter, was soll das jetzt, Sasa, hier? Hat sich die Sprache nicht angehört, aber kommt keine Antwort von hier. Ey, ist nicht hier ernst, Alter. So eine Scheiße hat er noch nicht abgezogen. Mir da drauf keine Antwort zu geben, ey. Alter, das nervt! Alter, ich klatsch gleich das Handy vor der Wand. Alter! Kriegst jetzt nach jedem Lied kriegst du so ein Smiley. Der hat schon mal mein Handy, nämlich schon mal so gemacht, dass mein Handy komplett Error. Da ging gar nichts mehr. Für 2 Stunden. Alter! Ey, Sasa, du reizt mich gerade, aber richtig. Was halt jetzt aus? Jetzt habe ich auch noch eine Portion gemacht. Schon klar. Geht's mir genauso auf den Sack. Na, das hängt sich schon auf. Das ist nicht hier ernst. Ich hab keinen Bock drauf. Geht's?
Au! Das war's beim. Ja. Anders kann ich ja jetzt nicht sitzen, wenn ich einen Laptop hier drauf habe. Das habe ich gerade von Sasa Riedler gekriegt, von einer Zuckerkollegin. Bevor ich mir die Lieder rüberziehe, muss ich was gucken. Da kommt immer noch mehr, ey. Alter, man kann es auch echt übertreiben, ey. Ich muss jetzt echt warten, bis die Frau fertig ist, Alter. Ist nicht ihr fucking Ernst. Alter. Das sind über 100 Lieder, ja. What? Wieder ein Lied, was über eine Stunde geht. Und sie beißt es nicht. Doll. Das ist eine blöde Kuh. Alter. Die frage ich gleich mal, ob die zu Hause ist, ey. Sasa, bist du online auf der PlayStation? Out. Warum sagst du jetzt out? Was geht dich das an, du Arsch? Nee, das brauche ich echt nicht. Solche Kostenscheißdinger. Frau Schmidt, warten Sie. Ja, wir haben ein Problem. Das Rollo, was wir jetzt haben, das passt auch nicht. Nein. Ja, das muss aber genau Wandseite passen. Es muss über die Wand, doch. Ja, das Problem ist auch, wo wir eher bohren. Weil es geht nicht auf Metall. Auf Metall geht es nicht, Frau Schmidt. Ja, aber das ist ja genau die Fensterbreite, aber ich brauche es ja bis zur Wand von beiden Seiten. Weil das große... Ja,
Trotzdem brauche ich aber die Breite von der Wand, von beiden Seiten. Ich hatte es mal kurz ausgepackt gehabt, weil ich mal gucken wollte. Ich habe das komplett zusammengebaut mit zusammen alles drum dran, wie es zusammen gehört. Es passt nicht. Gut. Ja. Nein, aber das Große passt. Das Große passt genau akkurat. Gut. Ne? Hab ich schon gemacht. Ne? Tschö. Was machst du da? Sasa, Mensch, wie lange brauchst du denn hier noch? Ich will anfangen mit Zocken. Psst, Alter, ist nicht hier fucking ernst. Ich könnte gerade platzen, ey. Und noch kein gekifft. Gehen wir mal kurz zum Controller. Mal sehen. Du machst immer jedes Mal ein Foto. Da geht man aus dem Spiel raus und macht das. Aber ein Update ist fehlgeschlagen, weil du ja kein Bus hast. Und bin hier am Menschen fliegen. Da kann ich aber nichts dafür. Wo ist Sabrina? Sasa, wie viele Lieder kommen noch? Weil mein Handy hat nämlich jetzt gerade echt Error. Also da kommt nichts mehr. Also mein Handy hat sich gerade aufgehangen. Komplett. Mein Handy hat sich mal wieder aufgehangen. Du hast es mal wieder geschafft, mein Handy aufzuhängen. Ja. Hast du Lust, mit mir zusammen eine Party zu gehen? Ich kann nur kein Online, ich kann nur nicht zurzeit online spielen. Hä, ja, klar. Was hat Headset Party mit Online, was hat Headset Party mit Plusmitglied zu tun? Das ist nicht wie bei Xbox. Ja. Ich glaube, bei Xbox geht das dann, glaube ich, nicht, wenn du kein Plusmitglied bist. Ja, Gold. Ja, Gold. Ist aber das gleiche. Ist auch Plusmitglied. Was steht denn da für ein Name? Ach so, ein Stößel. Was will ich mit dem dummes Kind hier drinnen, was einfach nur dumm ist? Und
steht denn da für ein Name? Daniel Kittner. Stone! Ist doch Stone, oder? Daniel Kittner. Ja, was steht denn da unten aber für ein Name? Also ganz klein. Max Steel. Ja, Stone. Frau ist immer noch nicht fertig, das ist nicht ihr Ernst. Alter, das ist jetzt nicht ihr fucking Ernst. Alter, Sasa. Werd doch mal fertig, Mädchen. Das gibt mir gerade echt auf den Sack. Also ich vertrag vieles, aber das nervt gerade übelst. Ich bin der Letzte, der sich sehr schnell aufregt. Wer bist denn du? Hallo. Ja. Hi, ich wollte dich mal anschreiben, wollte mal fragen, ob ich deine Nummer einspeichern darf. Wenn ja, schreib mir bitte mal deinen Namen, okay? Und wer ist Farbe? Doch, das ist Adrian. Oh Gott, nein! Wer ist denn noch alles? Alter! Ich weiß nicht, ob du Adrian Miete kennst. Wer so? Mann! Mit der Basecap? Nein. Nein. Ist da noch die... Hm, jetzt finde ich doch Stone ist nicht. Ist da die Schwester von Clarissa Schwarzer dabei? Heißt das Stone? Wo? Irgendein Name, Daniel Stone. Nö, keiner davon. Wer ist noch? Adrian. Der dicke Adrian. Wir sind den kompletten Tag vorhin. Wir sind Montag bis Freitag. Das müsste Stone sein. Ich kann es gerade nicht sehen. Ton. Stone. Da steht aber Ton. Daniel Ton. Ja, aber das ist Stone. Ja, das ist Stony. Der ist genauso wie du. Alter, ich... Nee, mit der habe ich mich letztens angelegt. Okay. Mit dem Dicken. Ey, du kannst nicht mehr mit den anderen. Schmuck den. Die Geschwür kann nicht mehr. Hi. Ich hab da meine Frage. Doch, ich höre dich. Ich hab da meine Frage. Ja, ja. Stone. Ich hab da meine Frage. Ja, ja. Bist du online? Ach so. Ja, war ich. na,
Nee, ich wollte nur wissen, ob du gerade online bist mit deinem alten Account. Mit deinem alten Account. Auf der PlayStation. Du hast das Ding schon wieder in der Zerre. Was habe ich vorhin gesagt? Das Ding bleibt liegen. Ah, ich habe hier gerade Besuch gehabt und der hat gerade die. Na, was hat der denn gerade hier? Shisha-Bürste. Die Bürste. Von der Shisha. Shisha-Bürste. Oh Mann, das Ding geht nicht an, Alter. Was soll die Scheiße? Ja, das Problem ist nur, ich hab nur. Ja, so. Wie lange bist du noch in den USA? Okay. Ey, ich wär gestern bald geplatzt. Weil der gerade eben online war, glaube ich. Ja, warte, ich guck gleich nochmal. Ich weiß nicht, dass da noch ist. Warte, ich gebe dich mal ganz kurz mal einen Kumpel. Und der bringt dich mal vor zum Fernseher. Nein, nicht genau vor der Kamera halten. So dass er den Namen lesen kann. Gut, da habe ich mich verguckt. Und zieh mir deine Hose hoch. Das ist Daniel Kittner, das bin er nicht. Ja, ich habe zu viele Daniels, Alter. So, jetzt muss ich erstmal deine hässliche Ex erreichen. Fast. Also, das hässlich wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Aber die bombardiert mich. Ja, aber ich kann da jetzt nicht so dumme Sprüche sagen, weil, ja, Daniel ist gerade im YouTube live. Verstehe. Weil Daniel wieder Eurotruck spielen kann. Halt die Backen. Das ist ja, kann ich machen, wenn ich es nicht vergesse. Ja. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Warte mal ganz kurz. Sasa, ich sollte dich mal von Daniel fragen, vom Herr Stone, warum du ihn überall geblockt hast. Ob das einen Grund gibt. Oder so, keine Ahnung. Ob ich das jetzt richtig formuliert habe, weiß ich nicht. Ja, meld dich mal. Weil über WhatsApp kann ich sie gerade nicht zu bombardieren. Weil sie hat mich ja gerade zu gebombardiert. Warte mal. Wow. Das gnädige Freunde ist, glaube ich, fertig. Würde ich hoffen. Sonst kriege ich den Raster, Alter. Alter. Was geht bei euch? Was? Cool. Was ist das? Achso. Wenn du willst, kannst du dich ja. Ah, okay. Okay. Wenn du willst, kannst du dich ja dann nochmal melden. Okay? Ja. Ja, obwohl, da kann ich dir mal mein LKW zeigen. Weil bei mir hat sich vieles geändert. Bei der Aufmachung vom LKW, Alter. Übel. Nice. Ey, die haben jetzt richtig. Die haben jetzt richtig geile Teile drin, yo, der Wagen sieht geil aus. Die haben jetzt übelst geile Teile drin. Du hast, wenn du Schwertransport fährst, gell, du hast vorne an der Schnauze die Birnen drin, die blinken.
Die blinken auf, so orange. Übel geil. Ich will meinen ganzen LKW komplett mit den Dingern zupflastern, Alter. Überlege mal, eure Karre ist schwarz, gell? Matt schwarz, gell? Und so ein leichter grüner Streifen am Fenster und glaube hinten am Heck, weißt du? Und dann blinkt die komplette Karre, Alter. Übel geil. Oben auf dem LKW und komplett drumherum, Alter. Übel nice. Sexy. Jo. Ich will ja dann noch mal nebenbei noch in YouTube live gehen und Facebook. Also Stone, wir hören uns, gell? Wir hören uns, gell? Jo, ja, durfte ich dann auch, glaube ich, schon wieder dabei sein beim LKW fahren, dann kann ich dir mal meinen Truck zeigen. Jo, mach mal. Jo, bis später. Ist der in den USA? Ja, der ist in den USA gerade. Weil sein Vater ist gestorben. Vor ein paar Monaten ist sein Vater gestorben und das zu Hause. Und er war da gerade in Deutschland. Och scheiße, noch eine Nancy. Och Mann. Ich hab eindeutig zu viele Nancys. Ja, du darfst gleich spielen. Darauf wartest du ja, gell? Ja, ich beeile mich ja schon. Mensch, Handy, mach doch mal. So, ich mach jetzt irgendwas. Da fährt er dann mit einem USA-Auto oder was? Nein. Der läuft jetzt mit seiner Mutter zum Teddy, das ist so ähnlich wie Teddy. In den USA? Mhm. In den USA spricht man doch nicht Deutsch. Aber USA ist schon geil. Also ich würde auch gerne in den USA leben wollen. Wie willst du dort die Wohnung bezahlen? Arbeiten gehen? Zufällig? Du willst doch nicht arbeiten. Ich will schon arbeiten. Aber find erstmal Arbeit. Bewerbung schreiben? Witzig, ich darf nur in behinderten Werkstätten arbeiten. Das war's jetzt. Das war ein Witz. Vom Industries. Ja. Ja, so, ich habe jetzt ja nochmal eingespeichert, du durftest jetzt ein Bild von mir sehen. So, jetzt muss ich meinen Status wieder ändern. Das ist das Lied von B2D. So. Achso, gestern, ne? Sasa, bist du jetzt fertig mit Musik schicken? Ich frag ja nur. Kann ich jetzt meinen Ton wieder anmachen vom Handy? Krass. Oh Mann. Nicht schlecht. So, jetzt darfst du auch spielen. Warte, ich will jetzt nur noch jemanden einladen. Gestern ja. Sind mir die zwei Typen entgegengekommen. Welche zwei Typen? Der eine, der besoffen und hat dein Bier umgeschmissen. Ach, Andi. Und der andere. Tobi. Genau. Ist denn der Herr Born wieder? Weiß ich nicht. Und das hat er mir gesagt. Der hat gemeint gehabt, mein Sohn. Was steht denn da für ein Name jetzt, der gerade da online kam? Ich, Igu. Warte, das war glaube ich der Name. Der auch. Ja, Schmitz. Achso.
Hallo. Lass die Dinger da dran, Alter. Oh, Sasa, ich hab gedacht, du bist fertig. Komm schon wieder drei neue Lieder. Darf ich dich mal anrufen? Bist du jetzt fertig? Ich will hoffen, dass er jetzt fertig ist. Der halbe Tag ist schon rum. Halt dein Maul. Hi, Daniel. Hi. Was geht ab? Nicht viel. Gerade noch Musik wieder ummudeln und umtudeln und pumpeln. Und keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt gerade von Sasa jetzt schon wieder auf meine Lieder gekriegt. Ey Mädchen, werd doch mal fertig. Ernsthaft. Jetzt wird's also echt uncool. Es kommen schon wieder 6 neue Lieder. Alter, Mädchen. Wann will ich eigentlich mal anfangen mit dem Zocken? Ich krieg hier gleich einen Anfall, aber einen richtigen. Ich hab noch keinen geraucht. Ey, fickt euch doch, Alter. Sowas liebe ich, genau zu einem Freitag. Wo der Tag ja so schon total beschissen angefangen hat. Wo ich auch noch nicht weiß, wie das alles weitergeht. Habe ich auch so meine Probleme. Warum hast du jetzt schon wieder ein Foto gemacht? Wie kommst du da drauf? Es bringt dir nichts, wenn du da langsam da ranfährst, sondern du musst Vollgas anfangen. Das gesellt den Speed nicht dabei. Den Speed musst du nämlich erreichen. Das war's. Ich pack das auch nicht. Oh, Hansi, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Das hört sich ja gut an. Bist du jetzt fertig, Sasa? Ich frag ja nur, okay? Meld dich dann mal bitte. Ich soll dich von Daniel was fragen, okay? Vom Hearthstone. Sei mir aber dann nicht böse, wenn ich dich dann frage, okay? Hoffentlich habe ich jetzt keinen Schreibfehler drin.
Okay. Und ich kann wieder Euro Truck Simulator spielen. Und hast du es geklärt? Mit deinem Betreuer? Was kam da jetzt? Warte mal. Ich muss noch meine Bockwurst wählen. Ja, mach das doch. Okay. Und wie ist bei euch das Wetter? Mein Schwager will. Ach, keine Ahnung. Was will das sein, die Sonne? Wenn meine Cousine mit reinholen. Okay, ich möchte zuschauen. Das kannst du tun. Scheiße. Ey, letztens ging's doch auch, du blöde Fotze. Komm noch mal. Nee, ich kann nicht doppelt bei YouTube stream. Oder kann ich das? Durch Doppel stream. Aber ich fahr gerade selber nicht, also in der Hinsicht Logik. Jetzt fahr ja ordentlich, Junge. Fahr so, ob ich das bin. Vollgas! Und nicht so rumeiern. Alter. Gib mal Gas bei der Kiste. Du kannst auch noch Rennen machen. Die Rennen wieder sind. Scheint fertig zu sein. Jo, und Stone, und Hansi, wie geht's sonst so? Was machst du sonst so? Ja, ich hab schon bis nachher geschlafen. Der Postbote kam, hat die Klinik, seitdem bin ich wach. Mhm. Ja, ich bin schon seit halb fünf wach. Und hab bis halb sechs im Nest gelegen. Bis halb acht. Ja. Und bin seit halb acht auf Radutte. Mhm. Alter, 400. Habe ich jetzt gerade sehr viel noch gehabt? 477. Alter. Krank. Nee. Also 475. So viele Lieder habe ich gerade gekriegt. Alter, Falter. Ja, wie kann man das jetzt hier verschieben? Scheiße, die Einstellung hat sich geändert. Toll, wo habe ich das jetzt hingeschoben? Scheiße. Jetzt habe ich die wieder verschoben. Was weiß ich denn? Toll, jetzt sind die wieder weg. Fick dich, Mann. Jetzt muss ich hier nochmal rein. Oh Mann. Die Lieder sind noch auf WhatsApp gespeichert, aber wo? Im WhatsApp. Na toll. Super. Jetzt habe ich meine Lieder verschoben, gell, im WhatsApp. Aber wohin habe ich sie verschoben? Nein. Ich habe sie rausgeschoben. Tolle Sache. So, ich meine, die ganzen Lieder sind in Dings reingeschoben. Im normalen Modus.
Ja, weil sich das komplette Scheiß-Telefon geändert hat. Alter, wie krieg ich die wieder jetzt rüber gespeichert auf meinem... Ich mach's was mit über Laptop, oder? Es geht einfacher, ja. So. Hier aber jetzt erst einmal eine Datei aufmachen. Wie geht das jetzt nochmal? Nein. Fuck. Jetzt habe ich Mist gebaut. Verdammter Scheiß. Jetzt habe ich aber einen blöden Mist gebaut hier. Gut, dann machen wir das jetzt anders da. Gehen wir mit zwei Teilen auf Handy und ziehen das erste Mal auf eine Datei und dann ziehen wir die kompletten Dateien rüber auf meinen Musikspeicher. Ja, das ist scheiße, wenn du, weil ich mein Speicher, der ja ist ja nicht so voll. Weißt du? Und dass das alles so klappt, wie ich es geplant habe und wie ich es möchte, muss ich das vorher aber umspeichern. Also das heißt, ich muss das vorher vom Handy runterziehen und muss das in eine extra Datei klatschen. Weil sonst, ja, ouch. Das heißt, ich darf jetzt dann gleich nachher wieder meine Musikdatei umspeichern, wenn ich abends Musik hören will. Und da habe ich gerade eigentlich jetzt gerade keine Lust drauf, aber ich muss es machen. So. Das passt nicht. Das passt nicht. Das passt nicht zu der Unterbodenbeleuchtung. Ja, das will ich doch auch jetzt machen. Ich hab kein Grün mehr. Ja, vorher mal nachfragen. Bevor du die Lackierung änderst. Ich habe kein Grün mehr. Ich habe aber beim Reifenqualm und beim Auspuff kein Grün mehr. Weil muss das ja alles zusammenpassen. Also macht die Karre wieder so, wie sie vorher war. Du bist schon dran vorbei. Das passt doch. Nein. Ja. Und so machst du auch bitte die Reifen wieder. Da wo das grün ist, machst du bitte weiß. Sonst stelle ich sie mich jetzt um und...
Dann gehe ich auf YouTube. So der Herr. Du sollst nicht die Reifen komplett ändern, sondern die Farbe. Was für eine Farbe? Alter. Die Reifen waren richtig. Gib den Controller her, Alter. Du hast die kompletten Reifen jetzt gerade verstellt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was für Reifen es waren. Ja, das waren so richtig. Das waren die Felgen vorne. Die Farben, die Felgen habe ich nicht umgeändert. Persönlich auch. Du kannst den Wagen eigentlich so, wie er ist, eigentlich komplett lassen. Du musst nur an der Leistung noch was machen. Sonst brauchst du da eigentlich nicht mehr machen. Das ist die Lage. So, das ist blau. Hallo? Ich rede gerade mit dir. Das musste ich noch einbauen. Ich baue meine Fahrzeuge nur so auf, wie ich eine Lackierung habe, also Unterbodenbeleuchtung habe. Anders da baue ich meine Fahrzeuge nicht auf. Das sieht man ja an dem und an dem und an dem und an dem. Stößt der Wasser in die S?
Nein, ich spiele eigentlich gar nicht, sondern mein Kollege spielt gerade Need for Speed. Achso. Und ich spiele Euro Truck eigentlich. Ich muss jetzt nur warten, bis meine Lieder hier fertig sind. Ich will nicht auch hoffen, dass jetzt noch welche noch nachkommen. Weil ich krieg von Sasa nämlich gerade keine Antwort, ob sie jetzt Also. fertig ist oder nicht. Aber ich glaube mal, dieses gnädige Fräulein ist fertig. Wie ist er da jetzt drin? Mittwochs nicht? Hä? Spielt die Mittwochs nicht? Ja, aber ich kann nicht online spielen. Ach so. Ich habe zurzeit kein Plusmitglied und ich kann es mir zurzeit nicht leisten. Ach so. Weil ich habe knapp 16 Euro, knapp irgendwas bei 80 Euro ausgegeben die Woche. Ja. Und es ist ja wohl klar, dass es da, dass ich kein Geld mehr habe. Lange bleibst du noch drinnen? Was? Wie lange noch hier bei der Headset-Party bleibst? Boah, weiß ich nicht. Weil ich muss nämlich gleich kurz weg. Ja. Jemanden abholen. Ach so, schönen Grüßbruch von meiner Frau. Jo, schon kurz zurück. Schönen Gruß zurück. Okay, dann komme ich später nochmal rein. Und guck, Jo, wenn du noch mach drin das. bist. Gut. Dann klär dich nochmal bei. Ja, Okay? alles gut. Mach das. Gut, dann bis später. Ciao. Viel Spaß, Bro.
Ich finde die Hupe geil. Halt was, gell? Das kann jetzt heiter werden, ja. Guck mal, wie sie so wieder alle weggehen hier. Kaufst du jetzt kein Auto? Nee, ich will mal gucken. Was willst du da jetzt gucken? Nur auf zwei Autos. Da gibt's keine neuen Autos. Jetzt noch? Nein. Ich will keinen kaufen. Guck mal, ist das kostenlos. Ja, und? Brauche ich aber nicht. Der gefällt mir nämlich nicht. So und nicht anders. So. Wow, meine Lieder sind ja auch gleich schon weg. Sexy. Das ist ja mal schön. So. Lieder sind auf dem Handy. Auf dem Laptop, meine ich. Nein! Scheiße! Noch einmal! Das Spiel von vorne! Oh, Scheiße! Ich hab gedacht, ich hab die schon rückgezogen. Laptop. Und jetzt bin ich wieder verkehrt gewesen. Was habe ich gerade eben gesagt? Die Karre brauche ich nicht. Was will ich mit so vielen Autos da in der Garage? Du hast doch gesagt, dass ich auch ein paar Autos. Du hast zwei. Das reicht. Verkauf die Karre wieder. Weil sonst habe ich nämlich keinen Platz mehr für Autos, die, die ich draußen finden könnte. Die werden doch nicht da geparkt. Die werden da geparkt, na klar. Die werden in meiner Garage geparkt. Ich hab nur eine Garage. Und ich werde mir jetzt nicht wegen noch irgendwas mir noch eine zweite Garage kaufen. Weil das Geld habe ich gar nicht. Dass ich mir noch eine zweite Garage kaufen kann. Was machst du? Was machst du? Ich hab nichts gemacht. Jetzt ging es mal alleine. Ja, guck mal da, ich hab da nämlich auch schon fast drei Autos stehen. Ja, da können aber noch mehrere sein. Ja, trotzdem, aber ich brauch doch nicht so viele. Nein.
muss eins weitergehen. Weil da, der ist schon komplett aufgebaut. Fast. Hä, warum habe ich die Karten jetzt zweimal? Hä? Muss ich mal kurz rauskochen. Rot, blau, rot, ach du Scheiße. Da habe ich ja mehr wie nur ein Dreier von den roten. Erstens bringt mir nämlich auch nichts ein. Der Wagen. Ja, wenn du willst, kannst du auch mal eine Mauer einspeichern. Okay? Und was geht bei dir so? Wie geht's dir? Was geht bei euch? Kannst du so dann gleich nochmal wieder aus dem Spiel rausgehen, so zumachen, weil ich mich gleich umstelle auf Fernsehen. Alles gut? Hast du gehört? Ja. Ich will mich meine Serie angucken. Nebenbei, während wir fahren. Einfach nur auf die Playstation Button drücken. Nein, verkehrt. Gib her. Ich muss hier sowieso noch was umstellen. Kerl. Ja, nicht Mann. Dass ich Mann bin, das weiß ich. Knapp 70 Tonnen und danach weg hier.
Scotty überwacht das Wiegen der Ladung, die rund $285,000 einbringen wird. Unterdessen gibt es ein Wiedersehen mit Andys Bruder. Jetzt schmilzt er langsam. Jetzt merkt man auch, wie langsam die Bindung dazu kommt. Genau, jetzt die Erbschen rein, weil die müssen ja nicht lange kochen. Was drin? Jetzt kochen wir das noch so ein, zwei Minütchen und dann ist die Käsesuppe schon fertig. Oh jo, Käsesuppe, Speck, geil. Mein Speckmuffin ist fertig. Ich würde sagen, du machst Finish bei den Schwammern. Ja. Und ich hole die Sahne aus dem Kühlschrank, dann richt mal an. Perfekt. Also ich gebe jetzt noch ein bisschen Brühe dazu, weil die Pilze, die Schwammherren, haben halt richtig aufgesagt. Und ein bisschen Blattpetersilie kommt noch dazu. Oh, guck das mal. Willst du eins oder zwei? Die letzten zwei drauf. Ja, komm, die Spatte ist so schön. Das ist heiß. Petersilie schneide ich ein bisschen grob, oder? Ja. Können wir das dann schön drüber streuen? Sahne hole ich aus dem Kühlschrank. Bisschen was gebe ich mit dazu. Rühre das. Jetzt kannst du hier so ein richtig schönes Bett machen. Genau. Willst du dich hinlegen, oder? Ich mache das jetzt gleich heiler. Nach den zwei Muffins mache ich da. Nachmittag. Wann Nachmittag? Ja, gestern. Du stehst einfach daneben. Bevor das Glas kaputt ist. Ja. Und wir müssen dir dann, glaube ich, was erklären. Das war nicht. Ja, was spielst du nochmal ETS oder was? Ja, haben wir eine Affäre. Aber hat sich Hilfe geholt, damit er die Nachmittage mit uns verbringen kann und trotzdem noch. Ja, genau. Von wem denn Hilfe? Hör doch mal zu. Jetzt hör mal zu. Jemand, der berät, wie man die Work-Life-Balance besser in den Griff kriegt. Weil ich so viel arbeiten muss, habe ich teilweise die Arbeit in Nacht gelegt, habe abends und Nachmittag die Termine dann gelegt, damit ich für dich immer mehr Zeit habe. Die kann ich total verstehen. Denn wenn ich in ihrer Situation wäre und wünsche mir nichts sehnlicher, als dass es eine heile Familie zu Hause gibt, und der Vater geht solche Wege, scheinbar, dann würde ich auch. Ich muss aber noch vieles umspeichern. Guck mal hier, das ist mein Terminkalender. Sound and tell the people about the mythical dish coming your way. No.
She take it low, she's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor, and money, money she making. Look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Gone crazy faces. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's with the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Plain to see just how it be on me. Backstroke and sweat soaking all into my set sheets. But you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit you begin to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch.
couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke of the global hazy spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo, I'm tired of using technology. Why do you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Ooh, she won't sit, ooh, she won't sit, she won't sit. I gotta give it to her. Time is over. There's eyes on you everywhere. You know that, right? I'm watching you. My crew's watching you. You know your little homies? They pissed off. They mad at you, bro. Your name is mud on the streets. Oh, I know who you are. You don't know me. We were shot like a jacket. So do yours, yeah. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you everywhere. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you.
bin in mein Zimmer high, sie killt den Vibe. Dior 2001, immer wenn sie immer schreibt, weiß ich gleich, dass sie nicht mehr bleibt. Ich bin in mein Zimmer high, sie killt den Vibe. Dior 2001, immer wenn sie immer schreibt, weiß ich gleich, dass sie nicht mehr bleibt. Yeah. Baby weiß nicht, wo ich bleib. Oh nein, ich bin hier nicht mehr allein. Oh nein, ja, ich laufe, komm nicht mehr nach draußen. Ja, ich brauche von dem ganzen Pause. Ja, es funkelt, doch mein Herz ist dunkel. Ja, die Rollie ist noch voller Klunker. Ja, es ist Party in der ganzen Stadt. Alle sind heute und für immer wahr. Eine Flasche Schnaps und in Diddy Bar. Pop, pop, like it, baby, komm und tanz. Und wir tanzen durch die Nacht Lichter in der Stadt. Ja, wir drehen Donuts auf einen Parkplatz. Lubab ist die Macht. Ich bin in mein Zimmer high, sie killt den Vibe. Dior 2001, immer wenn sie immer schreibt, weiß ich gleich, dass sie nicht mehr bleibt. Yeah. Baby weiß nicht, wo ich bleib. Oh nein, ich bin hier nicht mehr allein. Oh nein, yeah. Iced out, sie kennt die Town. Lights out, Last Baum. In meinem Haus, alle drauf, alle down. Geister kommen um Mitternacht. Alle trinken, keine Sünder da. Alle Cappies wie beim Überfall. 5000 Euro Schuhe überall. Und wir tanzen durch die Nacht Lichter in der Stadt. Wir drehen Donuts auf einem Parkplatz. Lubach ist die Nacht. Ich bin in mein Zimmer rein, sie killt den Vibe. Dior 2001. Immer wenn sie immer schreibt, weiß ich gleich, dass sie nicht mehr bleibt. Yeah. Baby weiß nicht, wo ich bleib. Oh nein, ich bin hier nicht mehr allein. Oh nein, ja. Ich würde mir
zuvor erfahren, dass die Familie erst seit kurzem unseren eigenen Film und der dreht sich nur um uns zwei. Mann, ich will Netflix und chillen. Also nimm den Hoodie, scheiß mal auf das Abendkleid. Das, was ich vorhab, überschreitet jetzt den FSK-Bereich. Warte, dein Lächeln ist unfassbar süß. Und nein, ich bin kein Macho-Typ, nur weil mich die Unterwelt wie El Chapo grüßt. Ich bin der, der Narcos liebt. Jetzt nichts großartig Schönes. Die Leute, die da draußen. Ti ho trovato di bacio, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Irgendwann. Du mi devi seppellire e seppellire la sua montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior. Up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it pun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it pun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it pun them. The place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end you. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun. And we must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end you, we just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun. And we must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end you, we just like a
Dazu das zu tun, was ihr wollt. Ihr braucht doch Typen wie mich. Ihr braucht Typen wie mich.